Ja, also das letzte Kapitel hat, wie schon erwähnt, uns sehr viel über Ivy offenbart. Und ich bin mir auch sicher, dass es ein Teil von Ivys Erinnerung war, nicht Joes. Und das Spiel hat uns auch ganz unverblümt mitgeteilt, dass Ivy leidet. Und zwar in einer Essstörung. Und der Weg, den sie über die Toilette gewählt hat, war nun mal die unverblümteste Art, die härteste Art, die ich je erlebt habe. Also das war so hart, mir wurde noch nie, also diese Thematik so sehr präsentiert, wie durch dieses Spiel. Und es ist auch klar, wie es eben so ist bei Leuten, die an einer Essstörung leiden, dass sie sich total verzerrt wahrnehmen. Ja, also deswegen auch die Symbolik mit der Spiegel, das verstehe ich nun weitaus mehr. Ivy nimmt sich verzerrt wahr. Und auch dieses Flüstern, was sie empfindet, also dieses grässliche Flüstern, was sie wahrscheinlich tagtäglich immer wieder hört, nimmt seltsamerweise auch dieser Dr. Z wahr. Also er hat davon berichtet, dass er immer dieses Flüstern hört, fortlaufend. Das ist sozusagen ja Ivys Projektion. Ja, und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass es ihre Erinnerung war. Und ich frage mich jetzt auch gerade, da nun das Gehirn irgendwie erschienen ist, vorher war es irgendwie nicht da, als wir den Hautlappen entfernt haben. Oh Gott, ist es irgendwie Ivys Gehirn oder irgendwie ein Teil davon? Also auf ganz erneut surreale Art und Weise. Gut, also wir haben jetzt eine Aufgabe, dieses Gehirn zu entnehmen. Das ist scheinbar das, was Dr. Z will. Und wir wissen auch ganz genau, was er vorhat. Ja, dieses Gehirn sieht so frisch aus. Ist es das, was ich aus dem Keller holen sollte? Ja, genau, das ist's. I'd bet my last cigarette that it is. Ja, Joe. Gut, dann werden wir mal. I can't just carry it upstairs in my hands. There's got to be some way I can deliver it fresh. Okay, frisch. Wir haben ja noch irgendwie so ein Gefäß. Ich verlasse. Ja, wir haben ja diesen Behälter. Geht es damit? Gut, ich glaube, das ist nicht alles, aber. The brain will certainly fit inside, but I need to figure out how to keep it fresh first. Wie hält man Organe frisch? Mittels Eis. Und wo finden wir Eis? Gott, diese frimmelige Steuerung wieder. Tut mir leid. Manchmal bringt mich die so ein bisschen durcheinander. Wo finden wir Eis? In der Küche. Und wir haben den Schlüssel zur Küche. Ja, nochmal zu dieser Projektion von dieser Schaufensterpuppe, die sich eigentlich nicht bewegt. Das erinnert mich total an Silent Hill, wer Silent Hill kennt. Oder wenn jemand den Film Jacob's Ladder gesehen hat, das ist eine deutliche Anspielung darauf. Und ich will jetzt eigentlich ganz schnell hier raus. Ich fühle mich überhaupt gar nicht wohl in diesem Keller. Und was ich noch erwähnen möchte, ich habe auch das Gefühl, dass der Keller irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Keller in der Helen Road hat. Aber das ist vielleicht auch nur meine subjektive Wahrnehmung. Genau. Dr. Z. Also ich bin mir mittlerweile auch sicher, dass es natürlich Dr. Z ist, weil wir haben ja seinen Keller betreten. Es kann nur Dr. Z sein. Hat von einem gewissen Lazarus-Projekt gesprochen. Oder Lazarus-Syndrom. Und das Lazarus-Syndrom zeigt eigentlich nur Hirnaktivitäten auf, obwohl der Körper schon tot ist. Oder es werden auf einmal Körperfunktionen irgendwie ausgelöst, obwohl das Gehirn tot ist. So habe ich es verstanden. Und ich habe so ein bisschen recherchiert. Lazarus ist nämlich eine biblische Figur. Und Lazarus wurde von Jesus Christus wiedererweckt. Und nun können wir uns natürlich vorstellen, was Dr. Z vorhat. Also er will ja Frankenstein-mäßig handeln und diesen Körper, den er vor sich hat, wiedererwecken. Also warum sollte er sonst dieses Gehirn wollen? Gut, wir sind jetzt in der Küche angelangt. Wir stehen vor einem Mixer. Den gucken wir uns mal näher an. Das ist vielleicht ein großer Mixer. Und ich will gar nicht wissen, was darin schon vermixt worden ist.
Ja, warum sollten wir ihn einschalten? Es hat keinen Sinn, ihn anzumachen, da er leer ist. Ein Kochtopf, der ist hoffentlich auch leer. Gut. Gut, und den Herd müssten wir eigentlich auch nicht anmachen, also auf jeden Fall noch nicht. Und Joe sieht es genauso, weil der Kochtopf leer ist und er nur anbrennen würde. Okay, es wäre aber gut, dass er sich irgendwie solche Gedanken macht. Ein Schwein, was verfault ist. Toll. Ja, nicht verwunderlich bei diesem Hotel, also. Und das Schwein hat irgendwie einen Eispickel in seinem Auge zu stecken, oder? Ja. Das Schwein ist schon lange tot, darum auch verfault. Gut, dann werden wir schnell diesen Eispickel an uns nehmen. Oh, oh, dieses Geräusch. Ja, und hier befindet sich die Kühlkammer. Wir sind genau richtig. Einer der wenigen Kühlschränke hier, der nicht komplett zugefroren ist. Dementsprechend werden wir ihn auch öffnen können. Und darin befindet sich natürlich Eis für unser Gehirn. Aber es ist festgefroren. Ich kann es nicht mit der Hand brechen. Wir haben ja natürlich die ultimative Allzweckwaffe. Joe ans Werk. Ich finde es auch nett gemacht, wie er dabei in die Hocke geht. Und wir nehmen das Eis an uns. Aber Joe braucht irgendein Gefäß. Er kann es nicht einfach per Hand tragen. Und unser Inventar schafft uns wieder Abhilfe. Ich habe den Behälter mit Eis gefüllt. Das perfekte Transportmittel für frische Organe. Oh Gott, das hört sich so komisch an, wenn ich das sage. Ein Schwein, das frisch ausschaut. Auf jeden Fall nicht verfault. Es ist wohl tot. Oder schläft nur? Oh, ich hoffe doch nicht, bitte nicht. Joe, wie kommst du darauf? Okay, wir können es ansprechen. Warum? Was passiert, wenn wir es ansprechen? I know you're just a pig, but I want to tell you this. Okay, gut. Vielleicht braucht Joe das gerade. Das ist alles deine Schuld? Nein. Macht für mich wenig Sinn. Können wir tauschen? Ich glaube, das willst du nicht, Joe. Was geht ab? Na. Sorry, Kumpel. Ja, irgendwie macht das Sinn für mich. I screwed up, man. Hast du mal kurz dein Leid von der Seele gesprochen? Gut, begeben wir uns zurück in den Keller. Gut, also wir haben nun das geeignete Gefäß. Ugh. Okay. Come on, buddy. We're going for a walk. Okay, Joe nimmt es mit Humor. Ist vielleicht auch besser so in der Situation. Schnell weg hier. Es gibt keinen Grund, sich eine Sekunde länger hier aufzuhalten. So, und wir werden jetzt auch meine Abkürzung nutzen. Es tut mir leid, Leute, es dauert gerade irgendwie alles so lange. So, wir werden uns direkt in den zweiten Stock begeben. So, nochmal auf diesen Lazarus zurückzukommen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, in welchem biblischen Kontext er da steht, also was seine Aufgabe innerhalb der Bibel war oder
inwiefern er was mit Jesus Christus zu tun hat. Vielleicht wisst ihr ja mehr, wenn ihr so ein bisschen bibelkundig seid oder christentumkundig. Also ich bin es leider nicht so sehr. So, und ich glaube, das war das Zimmer 204. Genau. Oder? Okay, warum ist es jetzt verschlossen? Also ich bin mir sicher, das war Zimmer 204. Oh, kommen wir jetzt nicht weiter? Warum ist es jetzt verschlossen? Ich meine, wir hatten doch eine klare Aufgabe bekommen. Okay, ich frage mich, warum wir jetzt uns im Zimmer 206 befinden, also warum sich dieser Raum im Zimmer 206 befindet. Ich bin mir wirklich hundertprozentig sicher, dass wir zuvor durch Zimmer 204 gegangen sind. Aber nun gut, dieses Hotel ist verrückt. Es sollte uns nicht wundern. Wenigstens ist es kein Bug. Ah, I see you have it. Quick, give it to me. Give it to me, boy. Bitte sehr, Dr. Zed. Is this what you wanted? One fresh human brain. What else could I want? Yes, now we have a chance. Eradicate the bad, restore the good. Or what's left of it anyway. Also was meinte er damit, das Böse auszumerzen? Also was war denn davor, also zuvor böse an diesem Körper oder an dem Gehirn? Okay, ich halte diese Idee trotzdem total für verrückt. Der Mann ist verrückt. Alles ist hier verrückt. You can't just plant a dead brain inside her head. And yet that is exactly what we'll do. I'll stay and watch just to say told you when this fails. That is quite all right with me. But since my nurses took their leave all at once, I will require your assistance. This cavity here, hold it open for me whilst I lower the brain into place. Put some elbow grease into it, boy. That's better. And a little push. Maybe this way. It's okay, it's just the bowl. We can clean it up later. Almost got it. Just a tiny bit more. It's in! We've done it, boy! Okay, genau, das werde ich sagen. Ich habe da jetzt auch überhaupt keine Hemmung davor. Ich habe es ja schon erwähnt. Dr. Zed ist einfach nur verrückt. Now I'm sure you really are mad. You keep saying that, yet you held that woman's head exactly like I asked. What does that say about you to follow the instructions of a madman? I... It doesn't matter. I wouldn't care either way. Let's focus on our task. Now that everything is ready, it is time. For the machine. The machine? Yes, we will need to kick some life into this young lady. She's still very much dead, have you forgotten? No, I haven't forgotten. Good, because we have no more brains to spare, boy. I'll let you do the honors. There's a lever on the side of that chair over there. Can you see it? Just walk over to the right. I've run the wires from the chair to the body on the table. Less heavy lifting. See? Safer for our spines. That's cool. Now, the lever? What about it? What does it do? Pull it and we shall see. Besser für den Rücken. Ja, ist ja schön, dass er an rückenschonendes Arbeiten denkt. Gut, Dr. Zed hat ja nicht ganz unrecht. Ich meine, wir unterstützen ihn, um sein Projekt irgendwie abzuschließen, sein Frankenstein-Projekt. Aber ich meine, Joe hat ja wirklich keine Wahl. Er hat irgendwie überhaupt keine Wahl. Er muss ja irgendwelche komischen Dinge tun, um voranzukommen. Na gut. Wieder ans Werk, Joe.
werden wir mal seiner Arbeit gerecht. Kurzschluss. I don't understand. Have we run out of power? It's probably just a fuse. I'd better go and investigate it myself. Wie er sich auch schon fortbewegt, oder? Okay, ich kann mich nicht zügeln. Ich muss das sagen. Ich muss das einfach sagen. Don't strain your spine while you investigate your stupid fuse. Dr. Zed hat auch so einen ganz krassen Akzent. Ist es ein deutscher Akzent? Oder ein Akzent aus Österreich? Irgendwie. Gut. Ja, was sollen wir jetzt machen? Hier auf den Raum aufpassen? Also ich bin eigentlich auch ganz froh, dass wir hier nicht unter die Decke schauen können. Wir haben wahrscheinlich das System überlastet. Aber was sollen wir jetzt machen? Selbst einen Blick nach der Sicherung werfen? Wahrscheinlich. Hallo? Hallo? Where? What is... Hallo? Oh Gott. Es hat funktioniert. Stop. Whoever you are, don't come any closer. It's okay. I'm not gonna hurt you. Thank you, and I'm so very glad that you said that, but that's not the only problem here. I woke up, I'm butt naked, and I'm really freaking cold. I need some clothes, man. Huh? I'm not coming out until you get me something to wear. Oh Gott, bist du Agnes? Bring me some clothes. Okay. I don't want to sit here all day. Okay, ich bin gerade so verwundert, weil sie so ungewöhnlich normal erscheint. Also sie reagiert total normal. Gut, wo sollen wir denn jetzt Sachen herbekommen? Hier befinden sich ja irgendwie überall Koffer. Die Zimmer sind nach wie vor bestimmt verschlossen, ja. Dieses wahrscheinlich auch. Okay, mit den Koffern können wir nichts anfangen. Gut, also Dr. Zed ist seinem Projekt gerecht geworden. Er hat es geschafft und ich frage mich aber immer noch, wie er uns damit helfen will. Also er meinte, dass er damit uns alle retten kann. Ich kann mir nur noch nicht vorstellen, wie. Gut, hier ist auch nichts. Können wir das Zimmer betreten? Okay, er ist nach wie vor alles verschlossen. Gut, im Keller, da war doch so eine Kochuniform, aber ist das irgendwie geeignet? Wir schauen nur noch mal kurz in dem Korridor, weil irgendwie... Genau, weil in dem Koffer befindet sich ein gefärbter Schal. Ich meine, hier gibt es ja nicht so viele farbige Dinge, aber gut. War ein Fehlversuch. Vielleicht in unserem Zimmer. Vielleicht hat irgendwie Ivy was hinterlassen. Erster Stock. Also ich muss ja nicht nochmal in den Keller. Ich habe da irgendwie nicht so Lust drauf. Und irgendwie... Also man konnte auch nicht mehr so viel machen, außer nur noch in diesen Schacht hinuntergehen. Vielleicht hat der Ivy irgendwas hinterlassen. Okay, was ist hier passiert? Es sieht alles total destruktiv aus, als hätte jemand hier gewütet. Also die Bilder sind irgendwie von den Wänden gefallen, irgendwie die Tapete ist abgeblättert. Das sah vorher nicht so aus. Wer war hier?
Okay. Ja, gut, er sagt nichts Neues. Sagt er noch irgendwie was zu dem Spiegel? Oh. Ivy hat einen Brief hinterlassen. Also muss sie zuvor hier gewesen sein, oder? Ivys Bett. Okay, gibt's auch nichts Neues. Ivy muss hier gewesen sein. Sie hat uns einen Brief hinterlassen. Er ist von Ivy. Ein Teil des Briefes wurde herausgerissen. I miss you. You know. We were good together. Always there. When I was falling. And bad felt better. Every time. With you. Ivy, wo steckst du nur? Die Szene hat mich irgendwie gerade total berührt. Also Ivy vermisst uns. Ein Grund mehr, sie zu retten. Gut, aber wir sind immer noch nicht weiter. Vielleicht kann uns auch Sophie weiterhelfen. Vielleicht hat sie eine Idee. Okay, ja, tut mir leid, das habe ich jetzt nicht erwartet. Don't think too long. Vielleicht im hinteren Bereich. Ach, guck mal, jetzt hängen hier auf einmal wieder die ganzen Fotos von den ehemaligen Hotelgästen. Okay, das ist neu. Das stand vorher noch nicht an der Wand. Devil came through here. Ja, der Teufel ist hier durchgekommen. Gott, wer hat das an diese Wand geschrieben? Und ist das Blut? Oh nein, wer weiß, was uns jetzt in den nächsten Raum erwartet. Passend hat sich etwas in diesem Raum verändert. Nein, gar nichts. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt hin? Also das ist das erste Mal, dass mir das hier irgendwie unklar ist. Gut, ich muss irgendwie Sachen besorgen. Ich muss an eine Spritze gelangen. Also wir haben ja immer noch die Aufgabe, die gute Erinnerung von Sophie auszulöschen. Aber mir ist noch unklar, wie ich hier weiterkommen soll. Gut, dann fahren wir mal in den dritten Stock. Okay, wo sind wir hier? Function Room A. Na, war ja klar. Heute Abend geschlossene Gesellschaft, nur mit Einladung, die wir nicht haben. Drinnen ist es dunkel, die Party hat wohl noch nicht angefangen. Die werden wahrscheinlich noch eingeladen werden, kann ich mir vorstellen. Was ist das? Ein Gemälde von einer Frau mit Hut. Es fühlt sich an, als ob ihre Augen mich verfolgen würden. Wir können es genauer betrachten. Oh, sieht aber auch strange aus. Okay, sie hat ein fieses Lächeln im Gesicht.
Ja, es fühlt sich nach wie vor an, als ob ihre Augen mich verfolgen würden. Okay, dann begeben wir uns mal da raus. Ich meine, das Bild von dem Mädchen sieht da auch nicht besser aus. Badezimmertür. Okay, befindet sich Blut dran. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da reingehen soll, aber... Was ist das? Oh Gott, was ist das? Okay, das sind 1, 2, 3, 4 tote Körper. Einer noch lebender. Sie hat sich die Pulsadern in der Badewanne aufgeschlitzt. Was für eine scheußliche Art zu sterben. Die Spritze. Oh nein. Normalerweise würde ich dreckige Nadel nicht einmal mit der Kneifzange anfassen. Jedoch ist heute kein normaler Tag. Jetzt haben wir wohl unsere Spritze. Joe. Oh Gott, nein. Offensichtlich hat sie sich mit einer Schrotflinte den Kopf weggepustet. Oh Gott, wie du das auch irgendwie erwähnst, Joe. Oh Gott, so kalt. Diese starren, toten Finger werden die Flinte niemals loslassen. Ja, müssen sie auch nicht. Warum steht hier ein Herd? Warum? Okay, weil sich die vierte Dame versucht hat zu vergasen. Was macht ein verdammter Herd in einem Badezimmer? Das habe ich mich gerade auch gefragt, aber... Langsam füllt sich der Raum mit Gas. I should probably go. It's not safe here. Sophie? Das ist eine weitere Erinnerung von Sophie. Ein Teil der wahnsinnigen Erinnerung, die die gute Sophie erwähnt hat. Sie muss eine von Sophies Inkarnationen sein. Sieht schon halb tot aus. Oh Gott. Where's my wife? You will never find her. She is mine. Mine. Okay, das werden wir noch sehen. Nein. Ich habe keine Angst vor dir, wir bleiben standhaft. I'm not scared of you. It's not your time yet, but I'll be back. Soon. Okay, raus hier. Okay. Was war das? Okay, also die Gasschaltung hat sich wieder... Nur einen Moment. Eigentlich will ich nicht zurückgehen, aber ich will nur gucken. Ja, der Herz hat sich wieder ausgeschalten, also... Also auch die Gasschaltung hat sich wieder ausgeschalten. Okay. Also das war auch hart, also gut, es war jetzt ein Teil der wahnsinnigen Sophie. Ich nehme an... Die suizidale Sophie. Gut, also wir haben ja jetzt die Spritze und wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen wieder in den Keller. Also scheinbar hat sich diese suizidale Sophie versucht, mehrmals umzubringen. Aber irgendwie scheint ihr das auch nicht zu gelingen. Egal, welche Weise sie wählt. Also so habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich recht habe. Vielleicht seht ihr das anders. Oh Gott, ich hoffe, das ist wirklich das letzte Mal, dass wir hier runter müssen, aber irgendwie glaube ich das nicht.
Bring it back. Nein. Das ist krass. Bring it back, das Gehirn. Also höchstwahrscheinlich, das zeigt er irgendwie auf den Leichnam. Hat er sich verändert? Da klafft ein riesiges Loch, wo einst sein Gehirn war. Zweifellos will er es zurück. Aber vielleicht kann ich ein anderes Gehirn auftreiben. Oh Gott, Joe, warum kommst du auf solche Gedanken? Gut. All these bottles, are they poison? My God. You just have to kill me. We kill memories all the time. Okay. I can do this. But I've only got one shot. Which one do I take? Okay, diese Szene wurde uns schon einmal präsentiert. Gut, die rote Flasche, genau, hat er schon erwähnt, sieht nach Gefahr und Feuer aus. Also auch nach Schmerzen. Die blaue Farbe schaut sanfter aus. Ich wähle die blaue Medizin. Ich brauche keine ganze Flasche von dem Zeug. Es muss nur für eine einzige Injektion reichen. Gut, dann. I'm sure one of these would give somebody a peaceful death. But which one? Wie gesagt, wir wählen die blaue Medizin. Also irgendwie fühlt sie sich irgendwie weicher für mich an, in Anführungsstrichen. Here goes nothing. It's time for your medicine, girl. Das wäre jetzt angenehmer, würde er direkt irgendwie in dem Zimmer stehen. Was dieses Spiel von uns abverlangt. Okay, Sophie, aber ich will es nicht. Ich habe eigentlich von vornherein gesagt, dass ich das nicht will und vielleicht gibt es immer noch einen anderen Weg. Aber das ist wahrscheinlich auch nur Wunschdenken meinerseits. Sophie. This syringe? Is this what you wanted? It seems so. But will it hurt? Also ich will sie auch nicht anlügen. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. I don't really know. I hope not. You don't know? Are you sure it's... Are you even sure it's gonna kill me? Genau, stand Gift auf der Flasche, aber... Ja, und ein Totenkopf. Steht wirklich unmittelbar für tödliches Gift. There was poison written on the bottle. And a picture of a skull. Okay. That sounds about right, I guess. But I'm gonna ask you one last favor. Can you do it? Nein. What? Take that needle and stick it in my arm. I can't do it myself. No. Please. I'm begging you. Nein, diesen Gefallen werde ich dir nicht tun, Sophie. Also, wir haben das Gift besorgt, aber wir werden es dir nicht injizieren. Tut mir leid. Und das habe ich auch von vornherein abgelehnt. No. I don't want your blood on my hands. But Joe, you are already covered in it. From head to toes. I said no. Fine. I'll do it myself.
Perhaps I should. Good luck, Joe Davis. For what it's worth. I hope you find your Ivy. Sophie. Nein. Oh, das tut mir so leid. Das tut mir so verdammt. Und sie hat recht gehabt.